Lieber AK1, ich begrüße euch herzlich zur ersten Sitzung in diesem Jahr unseres Arbeitskreises. Da kommt der Matthias noch. Herzlich willkommen, komm rein, nimm dir einen Stuhl, Keks haben wir. Arsch bist du auch nicht. So, ja, erstmal auf frohes neues Jahr euch allen. Ich hatte euch ja die Tagesordnung bzw. das Pad rumgeschickt. Ich weiß nicht, ob jetzt heute alle darauf zugreifen konnten. Also ich konnte jedenfalls nicht darauf zugreifen. Deswegen weiß ich nicht, ob jemand von euch noch was da eingetragen hat. Zur kurzen Info, im Rechenzentrum, wo die Server der Fraktion und der Piratenpartei NRW stehen, ist ein Brand ausgebrochen. Das ist der Grund, weshalb da gar nichts geht und wir auch keinen Zugriff auf diese Infrastrukturen haben. Aber sie arbeiten an einer Lösung. Ja, es ist ja jetzt auch kein allzu großes Drama. Wir sind jetzt gerade erst ins Jahr gestartet. Ich nehme für viele von euch, das ist der erste Arbeitstag. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass in dem Pad jetzt auch noch nicht allzu viel eingetragen war. Was ich eingetragen habe, war unter Top 1 organisatorisches mal den nächsten Mumble-Termin festzulegen. Die hatten wir ja noch freigelassen, weil wir im letzten Jahr mal den Mittwoch ausprobiert hatten. Und da wäre jetzt festzulegen, also zumindest mal der nächste Mumble-Termin hatten wir so abgesprochen. Also man könnte das natürlich jetzt so machen, dass man jeweils den Mumble-Termin immer in der Montagssitzung vor dem Mumble für den nächsten Mumble festlegt. Wir können aber auch sagen, wir legen jetzt 3 Mumble-Termine fest. Ich weiß nicht, wie ist das für euch? Habt ihr da irgendwelche Wünsche, welchen Termin wir wählen sollen? Das ist schwierig, weil ja nicht alle Abgeordneten da sind, also gerade von denen, die das ein bisschen kritisiert haben. Ja, vielleicht können wir teilweise ja jetzt einen festlegen und dann beim nächsten AK1 Live, wenn dann wirklich die anderen Abgeordneten da sind, dass man dann da was festbespricht. Genau, es gibt nämlich jetzt entweder die Möglichkeit, dass wir hier überhaupt nichts festlegen, dann schicke ich euch rum, wann ich den Mumble machen will und dann halte ich das entweder allein oder mit Nico und Sebastian ab. Oder aber wir machen jetzt hier mit den Abgeordneten, die wenigstens da sind, den nächsten Termin. Ich hoffe, es geht. Ich habe ja auch keinen Zugriff derzeit auf Lukas Kalender. Der nächste Termin ist, der muss nach dem Dienst, nach dem Antrag der Liste liegen, ne? Ja, der nächste wäre am 26. Januar, wenn wir bei diesem Montagsrhythmus bleiben. Ja, stimmt, der Montag war das. Der Montag dann nach dem Donnerstag. Ja, genau, weil der Donnerstag ja der Themenrumble. Ach, ja, herein. Ja, genau, wir sind aus dem Donnerstag rausgeflogen. Und die Ja, super, danke sehr. Zum Mikro. Wir sind ein Mikro. Ja, also 26. Januar. Also für die Neuankömmlinge, wir sind gerade dabei zu erkunden, welchen Mumble-Termin für diesen AK1 wir wählen, weil das ja noch nicht festgelegt war. Wir hatten im letzten Jahr den Montag mal ausprobiert und sind jetzt eigentlich dabei, uns auch irgendwie wieder auf den Motor einzupendeln. Ja, wir wollten das ja auch reflektieren. Also ich weiß nicht, wie bei euch jetzt der Montag so angekommen war. Und da sollte ich jetzt was zu sagen wahrscheinlich. Guten Tag. Auch. Da der Donnerstag ja eh nicht geht, der ist ja fällig, ist ja weg. Ich meine, okay, oder wer möchte es parallel zum Themenmumble machen? Da wahrscheinlich keiner, also du bist ja Donnerstag, egal ob es ein guter Termin und ich fände den Termin scheiße, aber es ist noch mal was anderes, fällt der weg. Also liebe der Freitag übrig oder der Montag? Freitag ist immer ziemlich doof, weil auch die Leute gerade am Freitag eben abends unter Umständen was unternehmen wollen. Womit dann eigentlich rein argumentativ von dieser Sache her nur noch der Montag bliebe. Wobei mir persönlich der Freitag lieber wäre an der Stelle, aber das ist auch wieder was anderes. Von daher würde ich einfach für den Montag plädieren, weil alles andere ist praktisch noch beschissener. Also ich finde den Montag auch gut. Wir hatten jetzt den Relaunch des AK Arbeit und Soziales hier in NRW, und also der Partei. Soweit ich weiß, treffen wir uns da am ersten Montag im Monat immer im Mumble, sodass das auch so ein bisschen eine Verbindung hat. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwann überschneiden würde mal,
Könnte man aber wahrscheinlich sogar auch mal absprechen. Wäre auch mal ganz spannend. Muss man nicht ständig machen. Aber ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dann ist Montag der Arbeitstag. Ich würde auch sagen, wenn es sich so überschneidet, das passiert vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Tut's nicht? Ja, dann ist doch, dann ist doch noch besser. Im September. Im September einmal. Ja, gut. September doch einmal? Aber ja, 1. September. Oder halt nee, das ist der Montag. Das geht ja quasi nie, weil, also wir gehen theoretisch schon, aber da müsste ja das Plenum, also das geht nicht. Ja, ja dann also ist doch. Quasi, geht quasi dann nicht. Dann ist doch Montag. Im November okay. Geht's. Doch, im November? Der 2. November wäre dann der. Aber also ich nehme jetzt gerade wahr, bestätige mich falsch, dass, falls das falsch ist, dass wir jetzt erstmal den Montag für die AK1 Mammel, den Montag direkt vor dem Plenum, für den AK1-Mangel festlegen. 26. Januar, 19 Uhr. 19 Uhr. Doch, 4.5. Ich trage das dann in die Liste ein und schicke euch das nochmal rum, damit alle nochmal die Termine haben. Du hast ja die persönlichen Mitarbeiter damit drin in der Liste. Ach, das soll jetzt an Montag in der Woche sein? In der Woche vom Plenum. In der Woche, habe ich jetzt richtig verstanden, der Montag in der Woche des Plenums? Ja, direkt vom Plenum. Okay, nee, dann stimmt, dann haben wir es doch einmal. Ja. Und dann bleiben wir bei der Uhrzeit 19 Uhr bis 20 Uhr oder 18 bis 19 oder 19 bis 20? 19 bis 20? Ich glaube, da ist, den MDL ist es ziemlich Wumpe, geht mehr um die Mitarbeiter an der Stelle. Also wir können es halt nicht zu früh ziehen, weil dann einfach der ehrenamtliche Mensch, der mitmachen möchte, schlecht dran teilnehmen kann. 14 Uhr wäre schlecht, 17 Uhr glaube ich auch noch. Ob jetzt 18 oder 19 Uhr, wäre mir persönlich egal. Habt ihr nicht noch Referentenrunde immer montags eigentlich, also außer heute? Bis wann geht die denn? Nee, nicht in der Plenarwoche. Stimmt, in der Plenarwoche nicht. In der Plenarwoche nicht. Nee. Also dann finde ich 18 Uhr auch fast besser. Aber können wir auch gerne machen. Okay. Dann nehme ich wahr, dass es zum kommenden Plenum von unserer Seite aus diesem AK keine Anträge geben wird. Oder? Nehme ich mal auch an, dass das, was du sagst, richtig ist. Aber es gibt jetzt noch, und es hat jetzt doch wieder irgendwie auch hier in der Fraktion Wellen geschlagen und auch in der Partei ein bisschen Wellen geschlagen, dass das Rettungssanitätergesetz. Ja. Ja, und jetzt kommen wir genau zu einem Punkt, zu einem ganz, ganz blöden Punkt. Wenn wir unser Programm für voll nehmen und in unser Programm gucken, müssen wir einen Antrag stellen, der eigentlich derzeit einem hier mehr wie lächerlich macht. Und der auch völlig eigentlich kaum geht. Und wo ich auch heute aufgrund der Informationen, die ich jetzt so nach und nach erhalten habe, die Sinnhaftigkeit dieser Forderung doch sehr in Frage stelle. Und zwar ist das einmal die Sache mit dem Standard der Fahrzeuge. Wir fordern in unserem Wahlprogramm für die Landtagswahl den gleichen Standard für alle Fahrzeuge. Es gibt einen Mindeststandard, das ist schon mal die erste Sache, die in unserem Wahlprogramm irgendwie nicht so richtig mit aufgefasst worden ist. Also da wird davon ausgegangen, als wenn es überhaupt keinen gäbe. Es gibt einen Mindeststandard, irgendwie DIN irgendwas. Jetzt sind wir ein sehr geflecktes Land. Gefleckt heißt, wir haben viel städtische Gegenden, aber auch viel ländliche Gegenden. Die Wagen sind einfach in den ländlichen Gegenden anders ausgestattet als in den städtischen Gegenden. Wenn ich 20 Minuten bis halbe Stunde bis zum nächsten Krankenhaus brauche, muss ich ganz einfach andere Sachen im Wagen haben, als wenn ich nur 5 oder 10 Minuten brauche. Von daher wäre das für ein Land wie Nordrhein-Westfalen, weil das wurde auch in, ne, ich habe jetzt auch nochmal gesprochen mit Leuten, da wird dann gesagt, ja, die anderen Bundesländer haben das ja auch, jo, die haben aber nicht so, die sind in der Regel nicht so gefleckt wie wir. So, und deswegen wird es hier den Kommunen mehr oder weniger selbst überlassen, zu gucken, welchen Standard sie bei sich in der Kommune für erachtenswert oder für gut halten. Ne? Mindeststandard, die Norm muss erfüllt sein und alles, was sie da drüber in den Wagen packen, können sie machen, müssen sie nicht tun. Das wäre so die eine Sache, die dazu kommt. Und der zweite Punkt ist eine Sache mit der Ausbildung. Da könnte man meiner Meinung nach was machen. Da müsste man sich nur jetzt mal zusammensetzen. Jetzt vertun wir wieder garantiert gleich mit den einzelnen Ausdrücken. Es gibt zwei verschiedene Leute, die Rettungswagen fahren dürfen. Rettungssanitäter und Rettungsassistenten, genau. Die Rettungsassistenten dürfen die Wagen zurzeit fahren, die sollen die demnächst nicht mehr fahren dürfen. Ne, umgekehrt. Die Rettungssanitäter dürfen die Wagen zurzeit noch fahren, die dürfen die demnächst nicht mehr fahren.
Und du musst dann jetzt, wenn du die eine Ausbildung hast, musst du die andere Ausbildung auch machen. Allerdings wird ja die erste Ausbildung wird ja nicht angerechnet auf die zweite Ausbildung. Und wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ich habe da mit dem Meyers gesprochen, müssten wir auch im Programm stehen haben, dass wir dafür sind, dass die ihre Ausbildung, dass sie das zumindest zum Teil angerechnet bekommen. Dass die ein tierisches Problem bekommen, das ist schon klar, denn eins ist jetzt schon durch alle Fraktionen mehr oder weniger durch, die wollen den Zeitraum, wann diese höhere Ausbildung benötigt wird, um ein paar Jahre hinausschieben, weil so schnell werden sich die Leute nicht, also dann würde es einen Mangel an Rettungskräften geben, genau, weil zumindest an Rettungskräften, die eingesetzt werden dürfen. Die dürfen dann nicht mehr geben, die hast du dann nicht mehr. Und jetzt könnte man das eben auf zwei Sachen regeln. Man könnte einmal sagen, ja gut, da die Leute ja eine gewisse Berufserfahrung haben, kann man denen ja auch ihre derzeitige Berufserfahrung und auch ihre erste Ausbildung zum Teil anrechnen. Und dann könnten sie schneller zu ihrer zweiten Ausbildung kommen. Dann bräuchte man die Zeit nicht so hoch zu schrauben. Aber daran scheinen sich hier alle anderen Parteien nicht dran zu orientieren, sondern die haben sich einfach gesagt, nee, ist okay, schieben wir auf 2017 oder so, jetzt schieben wir die Zeit hoch. Rettungssanitäter ist eine dreimonatige Ausbildung, meistens im Schnellgang. Und Rettungsassistent ist eine dreijährige Berufsausbildung. Also die drei Monate machen den Kohl nicht fett. Und die meisten, die Rettungssanitäter-Ausbildung machen, das sind Ehrenamtliche und das waren früher die Zivis. Ich habe die zum Beispiel auch gemacht und da wirst du im schnellen Verfahren. Das hat uns auch nicht gerettet. Und fährst dann in der Regel doch meistens nur einen Krankentransport und nicht wirklich Rettungsdienst. Also die Frage wäre. Die drei Monate anrechnen ist eigentlich. Ja, die drei Monate nicht. Es geht hauptsächlich darum, dass man Berufserfahrung anrechnet. Also, wenn die Leute die ganze Zeit schon Rettungsdienst fahren, dass man dann. Die haben halt sagt. Zivis, die da schon 12 Jahre lang machen. Ja, Nein, also die in der Rettungswache dann tatsächlich hängen bleiben, das sind immer welche, die machen in der Regel sowieso die Ausbildung, weil die das haben wollen. Weil du dann bist du voll einsatzfähig. Genau. Aber das Thema steht auch auf der Tagesordnung des nächsten Partei-Mumble-Dingens hier vom Arbeitskreis. Nächsten Montag, gar nicht wahr? Nächsten ersten Montag. Und von daher, da haben wir den Thomas Weyers manchmal auch extra eingeladen dazu. Genau. Und wer sich daran beteiligen möchte, ist auch herzlich zu dem Arbeitskreis eingeladen. 2. Februar. 2. Februar, 20.30 Uhr im Mumble NRW. Ich hatte das auch hauptsächlich jetzt gesagt, weil es ja dieses käme nicht. Es könnte sein, dass eben noch zu den 20.30 Uhr. Von uns kommen. Und ich würde derzeit dazu plädieren, diesen Fahrzeugstandard den Antrag nicht zu stellen und den Ausbildungs-, das müsste noch erarbeitet werden. Also ich finde das übrigens gar nicht so kritisch, wenn wir sehen, dass die Sachen, die wir im Wahlprogramm haben, sich im aktuellen politischen Geschehen nicht widerspiegeln, dann kann man die Sachen anpassen. Der Hintergedanke, der da drin steht, ist, diese Standardisierung an der Stelle vorbeizutragen und halt eine Sicherheit für diejenigen, die da gerettet werden sollen, ein bisschen zu verstärken, kann man ja durchaus machen. Man kann ja schauen, ob dieser ursprüngliche DIN-Standard, der da gilt, noch zeitgemäß ist, ne? Und von daher finde ich das schon völlig tutti. Okay. Dann sehe ich das gerade, dass das Thema zu Ende diskutiert ist und wird. Zu Tode diskutiert. Das ist nur zu Ende gesagt. Nächster Tagesordnungspunkt wäre Sonstiges. Ich würde gerne über die Ausschussreise berichten, die der Ausschuss für Familie, Kinder, Jugend vom letzten Donnerstag bis zum Samstag gemacht hat. Der Nico guckt gerade schon wieder ganz traurig. Ja, ich mache das trotzdem. Und ich sehe dich das nicht, Nico. Der brennt, deshalb. du hättest gehofft, dass du schon vorher Infos hast, oder? Jetzt hinter dem Tisch hier. Wo wart ihr überhaupt? Wir waren in New York. München. In München, ja. Auf Anregung der CDU hin. In München habt ihr euch über unterdrückte Frauen und vernachlässigte Jugendliche informiert. Das war nicht der Frauenausschuss. Ach so, Entschuldigung. Und es ging diesmal um Jugendpolitik. Also der Hintergrund war, dass wir in dem Ausschuss verhältnismäßig wenig Jugendthemen haben. Und die CDU der Meinung ist, dass da in München sehr interessante Dinge passieren. Und dass wir deswegen mal München
besuchen sollten, wo Bayern ja auch von der CSU regiert ist. Das ist diese CSU, die die Verschärfung des Blasphemieparagraphen 2012 gefordert hat, anhand der Charlie Hebdo-Karikaturen, ne, wenn ich mich da richtig entsinne. War das ja, diese CSU? Ja, lassen wir das Thema. Ah, okay. Also ich kann mich also eher frustriert. Es war, muss doch wirklich sein. Es war auch wirklich... Wir haben Leute, wir haben den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Familie, Jugend, also wir haben praktisch unsere Ausschüsse zusammengelegt. Das ist auch der Ausschuss für Integration, das ist ein großer Ausschuss. Es sind auch nicht so viele Abgeordnete im Integration im Bayern, toll. Im Bayerischen Landtag, ja. Das ist immer also das Vorspiel zu dem Bericht ist schon super. Ja, ich bin auch immer noch ein bisschen perplex, weil das war wirklich, also es war sehr, sehr durchwachsen, diese Fahrt. Das muss man jetzt mal irgendwie so festhalten und das ist noch euphemistisch. Also, ja, wir haben, wir sind an dem Donnerstag angereist und haben uns dann direkt das Stadtjugendamt angeguckt. Das war eigentlich ein Integrationsthema. Also es ging darum, wie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dort aufgenommen werden. Und durch die Presse, da gibt es irgendwie die Bayern-Kaserne, die nennt sich so, das war früher mal eine Kaserne und das sollte eigentlich schon lange abgerissen werden und dann irgendwann, weil es einfach Platz- und Raummangel gab, wurden dann Flüchtlinge in dieser Bayern-Kaserne aufgenommen. Das ist mittlerweile ein Riesenkomplex mit über 2000 Flüchtlingen, die da teilweise untergebracht sind. Mittlerweile ist das aber gedrosselt worden, weil dann eine sehr starke Überbelegung stattgefunden hat und momentan ist wohl die Zahl so 1600 Flüchtlinge und dann machen die einen Cut. Ja, die berichten halt, also das Stadtjugendamt hat gesagt, die versuchen natürlich, sich im Rahmen der Möglichkeiten so gut wie möglich zu kümmern und die Menschen, die da waren, die waren sehr engagiert und haben auch vom schwieriges Thema und sagten, innerhalb, also von 2008 auf 2009 war das, glaube ich, wo sich die Zahl verdoppelt hatte, der Flüchtlinge, die ankamen, von 250 auf über 500, also knapp über 500. Und mittlerweile sind das pro Jahr über 2000 Flüchtlinge, die ankommen. Und ja, auch konstant jetzt in den letzten zwei Jahren. Und die müssen halt irgendwo untergebracht werden und deswegen gibt es da halt einfach Raumprobleme. Womit die keine Probleme haben, ist mit ehrenamtlichem Engagement. Also die haben sehr viele gemeinnützige Vereine, die sowohl mit Kinderbetreuung als auch ja, mit Versorgung von Essen und generell, ja, was man so braucht an ja, helfenden Händen. Da gibt es wohl genug Vereine, die sich da kümmern, auch Deutschkurse zu machen, ehrenamtlich. Aber dann, das muss dann noch anerkannt werden. Es gibt da diese Richtlinien, die dazu führen, dass ja, ein bestimmter Standard da ist. Töffel B1. Ja, wie auch immer. Also das ist halt irgendwie, das ist noch ein Problem, dass das dann noch nachgeprüft werden muss. Und was ich auch sehr krass fand, war die Schilderung von diesem ersten Einstufungstest. Die werden dann durchs Gesundheitsamt geschleust. Und ja, also das, die haben natürlich versucht, das harmlos darzustellen, aber ich stelle mir das nicht so nett vor, wie diese Untersuchungen da ablaufen. Ja, ja, vor allen Dingen, je nachdem, die wissen ja gar nicht, was einen erwartet und dann werden die da wie so Vieh in so Räume und ja, und je nachdem, genau, das, die nennen das, sie nennen es Schnellcheck. Super. Also, ja, nur gut, aber also ich denke, den Mitarbeitern aus dem Stadtjugendamt kann man da keine Vorwürfe machen. Die haben wirklich auch Leute abgestellt, die sonst andere Aufgaben hätten, um diesen Strom da zu bewältigen. Und das Problem von denen ist, dass die sehr schwer haben, da Leute einzustellen, weil der Markt von Sozialpädagogen, die auch speziell darauf geschult sind, wohl gerade ziemlich leer gefegt ist und sagen, die haben einfach Probleme, da Leute einzustellen. Ja, das war eigentlich so das Hauptthema, worüber wir in dem Stadtjugendamt gesprochen haben. Dann ging es auch noch um Partizipation und um die Rolle der Jugendhilfe im Bereich der Inklusion. Wen das interessiert, der kann ich da speziell nochmal nachfragen. Ich habe auch einen riesen Stapel an Infomaterial mitgebracht. Den habe ich jetzt heute ins Büro mitgeschleppt. Ja,
Genau, danach waren wir im Landtag und haben den Ausschuss getroffen. Da ging es auch nochmal um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und um das Konzept, was sie da haben. Und der Ausschuss war sich eigentlich einig, dass das ein gutes Konzept ist. Hört sich jetzt auch so an, so. Genau. Muss ich auch nochmal gucken. Nicht. Das Schulsystem in Bayern ist komplett anders aufgebaut. Es ging auch nochmal um Jugendhilfe und Inklusion. Das Schulsystem ist komplett anders bei denen aufgebaut. Die haben sehr viele private Themen, also private Träger, sehr viele Montessori-Schulen. Und bei denen ist von dem pädagogischen Konzept her schon vorgesehen, dass da ist praktisch die Inklusion schon mit inbegriffen. Wenn dann ein Kind mit einer Beeinträchtigung ankommt, ist das nicht so ein Aufwand aus der Schilderung heraus wie für eine normale Regelschule. Und das wurde sowohl von den von der regierungstragenden CSU wie auch von den Oppositionsfraktionen so abgenickt. Ja, das ist so, das Schulsystem kommt damit besser klar, wobei aber noch nicht geklärt ist, ob Förderschulen da erhalten werden, so spezielle Schulen, die eher auf Kinder mit besonderem Förderbedarf eingehen. Da sind die sich noch nicht so ganz einig. Dann habe ich da noch eine Frage zu Abdi über die die Verbindlichkeit der Empfehlung der weiterführenden Schule gesprochen. Nicht alles klar. Das war auch, also diese Zeit, die wir mit den Abgeordneten aus dem Ausschuss hatten, das war sehr kurz. Also der Tag war, sagen wir mal, sehr vollgestopft und es wurden furchtbar viele Themen angesprochen, angeschnitten in der kurzen Zeit, die wir mit den Abgeordneten hatten. Also das Gespräch ging dann auch in die Richtung, wir haben ja noch das Abendessen und besprechen dann dabei irgendwie noch Themen weiter, die wir interessant finden. Hatten wir eine Führung durch den Landtag, da gibt es übrigens eine Stiftung und Studenten, die durch diese Stiftung dann ein Stipendium erhalten, wohnen im Landtag. Das habe ich bisher so auch noch nicht gesehen. Also die wohnen tatsächlich im Maximilianeum da. Die haben einen eigenen Trakt für sich und da dürfen die Abgeordneten auch nicht rein und denen steht ein Maß Bier pro Tag. Da willst du das ertragen, oder? Das übernehmen wir auch hier. Wir haben ein Maß Bier pro Tag. Ja, es kommt daher, also diese Stiftung, die Stiftung wurde gegründet, als der Maximilian noch regiert hat und er wollte ja die bierverarbeitende Industrie Profi-Alkoholiker von Anfang. Genau. Ja. Sei froh, dass es keine Grundschule ist. Was auch immer. Ja. So. Kommt drauf an, ob der Krug durchsichtig ist oder ihr. Das sind Studenten, die alles Mögliche studieren? Oder? Außer Theologie und Medizin, denn der Maximilian mochte keine Mediziner, der war ständig krank und Theologie wollte er auch nicht haben, weil so nach dem Grundsatz, sie sollen nicht einem fremden Herrn dienen. Also er wollte schon, dass die dann zum Beispiel gerne Jura studieren oder BWL und danach Verwaltungswissenschaften und danach in den Staatsdienst. Natürlich auch Musikwissenschaften, Kunst, es ist alles, was der Gesellschaft dient. Und das Bier. Oh Gott, pro Jahr nehmen die 5 auf, ich glaube, die haben 40 Plätze. Und das Bier diente zur Gewöhnung an die Arbeitsatmosphäre oder ja, im Landtag? Oder also Franz Josef Strauß war da auch Stipendiat und hat das wohl Gerüchten zufolge rege genutzt, dieses Legendenbildung, Recht, super, weiter. Ja, aber der hat noch die Maß Bier von den Mitstudenten. Wir wollen auch nicht wissen, was er findet. Ich habe dann gefragt, ob man sich die Bier, die einem unter der Woche zustehen, aufs Wochenende aufsparen kann. Die Frage konnte nicht beantwortet werden. Der nächste Tag war auch sehr vollgepackt. Wir waren eigentlich bis 15 Uhr im Deutschen Jugendinstitut und hatten zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen Vorträge. Also das Deutsche Jugendinstitut in München kooperiert sehr stark mit der TU Dortmund
Und also das Jugendinstitut ist mehr so für Forschung zuständig. Die haben ganz verschiedene Forschungsprojekte und haben auch von daher eine starke Kooperation mit der TU Dortmund. NRW ist einfach für die ein wichtiges Bundesland, nicht nur weil es das bevölkerungsreichste ist, sondern weil hier die Problemlagen auch sehr vielfältig sind. Die haben das sehr euphemistisch ausgedrückt, ist aber so. Das Deutsche Jugendinstitut forscht natürlich auch innerhalb von verschiedenen Projekten deutschlandweit. Die haben zum Beispiel eine Auswertung zu Alltagswelten von Jugendlichen und forschen da zu politischem Interesse. Und das wollte ich noch einmal kurz sagen, es war eigentlich der interessanteste Punkt für mich an dem Freitag. Diese deutschlandweite Studie hat einen unglaublich großen Input. Sie haben eine sehr große Masse von Leuten, die sie da befragt haben. Ungefähr 7000, was bei solchen Studien, die qualitativ sind, nicht üblich ist. Also bei einer quantitativen Studie wäre das wenig, aber weil die da also Interviews führen, die fast eine Stunde lang sind, ist das eine große Grundgesamtheit, die sie da interviewen. Und da kam raus, dass das gesellschaftliche und politische Interesse von Jugendlichen überhaupt nicht gesunken ist, sondern im Gegenteil, es ist gestiegen. Das haben die an verschiedenen Indikatoren untersucht, wie zum Beispiel die Teilnahme an Demos und ist man schon mal wählen gegangen? Ob man schon überhaupt irgendwann einmal wählen gegangen ist, die Kurve ist angestiegen. Dann wurden noch solche Sachen abgefragt, wie ist man in einem Verein oder in einer politischen Partei Mitglied? Also das haben die zusammengefasst, allerdings sagte die Dame, die das ausgewertet hat, dass es seltener so ist, dass die Jugendlichen in einer Partei Mitglied sind. Das ist vielmehr der Fall, dass verschiedene politische Vereine, Jugendinstitute, Jugendvereine, Jugendverbände besucht werden oder dass man da mal Mitglied ist. Also insgesamt das politische Interesse von Jugendlichen in die Steine. Ja, Toso. Ist die Studie offen verfügbar? Ja, das nennt sich AIDA. Also das ist dieses Schiff, Moment. Genau, aufwachsen in Deutschland, Alltagswelten, Schwerpunkt, gesellschaftliches, politisches Engagement Jugendlicher. Wir packen den Link in das Protokoll vielleicht, in das Pad. Ja, kann ich machen. Ja, genau. Da muss Matthias nicht so hektisch mitschreiben. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und daran knüpfen sich dann auch verschiedene andere Untersuchungen, die das Deutsche Jugendinstitut macht, an. Hatten die was zum Wahlalter gesagt? Da war auch was, das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Da läutet es bei mir, aber ich weiß das jetzt nicht mehr auswendig. Also das arbeite ich dann selber nach für mich. ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. War noch ein anderes. In Bayern hat man eh keine Wahl. Diese, man muss noch zu der AIDA sagen, also es wurden ganz unterschiedliche Altersstufen untersucht, auch Kinder von 3 bis 9 Jahren, also die Altersstufe, das war so, dass die bei den jüngeren Kindern die Eltern befragt haben. Bei den Kindern in so einem Zwischenalter bis zur Pubertät wurden die Eltern und Kinder befragt, nicht die Eltern der Kinder, sondern irgendwelche Eltern, irgendwelche Kinder. Und bei denen ab 18 bis 32 wurden dann nur noch die dementsprechend Jugendlichen befragt. Deswegen weiß man auch was über das, sagen wir mal, politische Engagement von den ganz jungen Kindern, aber eher aus zweiter Hand. Aber jetzt nicht als Kontrollgruppe. Das heißt, sie haben Eltern interviewt, die haben Kids interviewt, aber nicht die Kids der Eltern, die sie interviewt haben. Genau. So wollte ich das jetzt gerade ausgedrückt haben. Ja, also zum Schluss, also am Nachmittag wurden noch einige Forschungsprojekte vorgestellt, die gerade im Aufbau sind. Eins zu Coming-out-Phasen von Jugendlichen und Diskriminierungserfahrungen. Das ist halt gerade angelaufen und da gibt es noch keine abschließenden Ergebnisse. Die haben untersucht, wie das Bundeskinderschutzgesetz sich auswirkt und welche Defizite oder Regelungsbedarfe es noch gibt
die durch das Bundeskinderschutzgesetz bisher noch nicht geregelt wurden, aber auch noch keine Ergebnisse, beziehungsweise da gibt es Ergebnisse, aber die Bundesregierung hat die Exklusivrechte an der ersten Nutzung der Ergebnisse dieser Studie, deswegen konnte das nicht vorgestellt werden. Wir vertrösten uns halt auf einen Zeitpunkt, nachdem das durch die Bundesregierung veröffentlicht wurde. Ja. Dann noch ein interessanter Punkt. Wir sind an dem Freitagnachmittag zu einem Mädchenheim nach Gauting. Also Gauting ist ein Ort neben München. Da sind wir hingefahren und haben da einen Einblick bekommen in ein geschlossenes Mädchenheim. Das ist Unterbringung für intensivtherapeutische Gruppen. Geschlossen insofern, dass die Aktion. Mädchen da eigentlich nicht wirklich rauskommen. Die haben keine Gitter vor den Türen. Die haben am Anfang aber eine Phase, wo die Mädchen nicht rauskommen. Die Türen sind da abgeschlossen und kommen erst nach einem Zeitraum von circa 5 Wochen, also nach dieser ersten Einstiegsphase, kommen die da überhaupt mal raus und dann aber auch nur erstmal gemäßigt mit genauem Zeitpunkt abgesprochen, wann die Mädchen zurückkommen sollen. In dem Mädchenheim sind, also über die Hälfte der Mädchen wurden sexuell missbraucht und die empfinden das auf der einen Seite natürlich auch als Schutz. Ja, als Schutz oder ja, als ja, so ein Wall vor denen, die vorher ja, Gewalt ausgeübt haben. Genau, vor den gewalttätigen Menschen. Und zum anderen ja, gibt es da wohl auch einige Mädchen, die damit nicht so gut zurechtkamen. Wir sind auch durch die Gruppen gegangen, wir haben ein paar Mädchen kennengelernt. Ein Mädchen kam aus NRW, also es kommen mehrere da aus NRW, die haben ein Einzugsgebiet über ganz Deutschland. Und das wollte dann mit uns sprechen. Das hat auch, also die hat eigentlich eher so Fragen gestellt. Ja, und wie ist das so, politisch zu arbeiten und so und was machen sie da und wieso sind sie überhaupt hier? Ja, aber generell war das... Das war schon ein interessanter Einblick. Ich habe noch nie ein geschlossenes Mädchenheim gesehen. Und die haben einfach ein sehr interessantes Konzept da. Ich könnte mir nicht vorstellen, so zu arbeiten. Es gab aber mal eine Doktorarbeit, so eine Erzieherin, die in diesem Heim mal gearbeitet hat, hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und die hat 30 Mädchen begleitet. Also sie hat das nicht über das Heim direkt oder über das pädagogische Konzept geschrieben, sondern die hat eher die Mädchen, die da waren, zum Thema ihrer Doktorarbeit gemacht und hat 30 Mädchen, während sie da waren, ein Jahr danach und dann nochmal später befragt zu ihrem Eindruck von ihrem Aufenthalt. Die Mädchen sind da immer für ein ganzes Jahr. Und die Hälfte hat tatsächlich diesen Aufenthalt als positiv, als hilfreich bewertet. Ein bisschen mehr als ein Drittel war da irgendwie sehr ambivalent, hat gesagt, ja, es hatte auch gute Aspekte, ich habe da viel gelernt, aber die Zeit fand ich zu lang, war zum Beispiel ein Gegenargument. Und etwas mehr als 10% fand das eher negativ, also hätte auf den Besuch dieses Mädchenheims gut verzichten können. Ich würde mir die Studie eigentlich gerne nochmal angucken. Die sagten, es ist öffentlich. Man könnte jetzt nochmal nachfragen, ob das auch mit dem Verhältnis zu der Interviewerin was zu tun hatte, weil sie ja selbst da gearbeitet hat. Weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendwie eine Rolle gespielt hat. Die Mädchen suchen sich immer eine Bezugsbetreuerin aus und wenn die Mädchen, für die sie Bezugsbetreuerin waren, auch darunter waren, kann das vielleicht die Ergebnisse leicht beeinträchtigen, wenn die vielleicht nicht sagen wollen, nee, bei dir war alles doof. Das weiß ich aber nicht. Müsste man sich mal angucken. Also insgesamt, also total sehr strenges Konzept. Die haben auch eine Schule mit in diesem Gelände drin. Die Mädchen sind von 13 bis 17 Jahren und gehen innerhalb dieses Gelände zur Schule. Das ist alles abgeschlossen. Sie kommen da nicht raus. Es hat so einen Innenhof, dadurch können die gehen, dadurch können die zur Schule, in die Wohngruppen. Die können sich auch untereinander in den Wohngruppen besuchen. Sie kommen eigentlich aus diesem System gar nicht raus. Ja. Aus welchen Anlass und Gründen kommen die da rein? Also teilweise werden die durchs Gericht geschickt. Das sind dann Mädchen, die, sagen wir mal, leicht straffällig geworden sind, die anfangen zu klauen oder auf den Strich gehen auch schon mal, aber seltener. Und
Ja, teilweise sind das aber auch Mädchen, die aus anderen Wohnkonzepten kommen, die offen sind. Das kann dann auch schon mal sein, dass ein Jugendamt oder ein Richter erstmal dazu tendiert, Mädchen in eine offene Wohngruppe zu schicken, weil, also eigentlich ist es eine Psychiatrie, wenn man das mal sagt. Also leicht straffähig, kann man nicht vorstellen, dass freiheitsentziehende Maßnahme ist. Also leicht kann da nichts dran sein. Sie sagen, Sie stufen das so ein, jemand, der noch nicht in einer Karriere drin ist, dass da eine jahrelange Prostitution vorliegt, die haben mal gedealt. Mhm. Die sagen, nach dem Konzept... Diebstahl nanntest, also für Diebstahl kommst du... Das sind Erziehungsmaßnahmen, weil die haben sowieso nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sich. Das haben sie nicht. Das hat jemand anders für sie und der hat dann einfach gesagt, sie müssen da... Also sind auch häufig... Bei einem Diebstahl passiert das nicht. Oder? Ja, hier nicht. Das ist nämlich jetzt genau der Unterschied, den ich jetzt mit Bayern auch unheimlich gerne machen würde. Ich weiß, dass da einfach Sachen anders gehandelt werden. Aber ist auch... Also es war die Aussage vom Heimleiter. Der sagte, die nehmen eigentlich keine Mädchen mit langjährigen kriminellen Karrieren. Aber was sie halt schon mal aufnehmen, sind Schulschwänzer und... Schulschwänzer. Oder Bayern halt. Das kann man er hat ganz viel über die Mädchen, die da so hinkommen, erzählt. Also es sind halt viele, also wie gesagt, über die Hälfte der Mädchen wurden vergewaltigt. Dann gibt es halt geschiedene Eltern. Also Täter und Opfer kommen da rein. Das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Das war jetzt die ganze Zeit. Das ist kein Grund. Die werden entweder vom Gericht dahin geschickt oder vom Jugendamt. Also da kommt eigentlich niemand freiwillig. Die haben pro Jahr über 300 Anfragen, ernst gemeinte Anfragen, so wie gesagt, und die können pro Jahr 40 Mädchen aufnehmen. Die sind zu siebt in einer Wohngruppe. Es gibt auch noch, also an diesem Wohnkomplex angeschlossen, gibt es davor eine offene Wohngruppe. Das ist häufig so, dass dann Mädchen, die in diesen geschlossenen Wohngruppen waren, danach noch irgendwie einen Bedarf haben oder aber auch sagen, nur wir finden es hier gerade ganz kuschelig, ist ja prima, es kümmern sich Leute um uns, die kommen dann danach in eine offene Wohngruppe. Also das ist, dieses System erhält sich irgendwie auch so ein bisschen selber. Ja, also wie er beschrieben hat, haben die Problemlagen bei den Mädchen, die sind irgendwie... Praktisch die. Da sind ganz viele verschiedene Problemlagen, die haben. Also neben dem, dass die vergewaltigt sind, kann es auch noch zusätzlich sein, dass die Eltern gewalttätig sind oder drogenabhängig oder in irgendeiner Form suchtabhängig. Wie war denn die Stimmung unter den Abgeordneten? Also jetzt aus eurem Ausschuss. Bei dem Besuch? Ja, bei dem Besuch. Fanden die das, dieses Heim eher vorbildhaft oder eher eine ablehnende Haltung? Das vorbildhaft. Also. Die Haltung, die Grundhaltung war, das ist ja interessant hier. Na gut, das ist... Die Frage ist ja nicht die, das ist ja jetzt eine Sache. Die kommen da rein, auf einen auf Beschluss des Jugendamtes. Oder ist das eine richterliche Anordnung? Unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Also einmal kann es sein, dass es eine Anfrage vom Jugendamt war. Und reine Beschlusslage vom Jugendamt. Also es ist das Jugendamt beschlossen hat... Mädchen XY kommt jetzt in das Haus. Genau, das sind dann häufig Mädchen, die vorher schon mal in einer offenen Wohngruppe waren und die da abgängig sind, also die ausbüchsen. Ja, ja. Und dann wird halt gesehen, okay, so ist das hier nicht zu handeln. Mhm. Und dann wird angefragt, ob da ein Platz frei ist. Und dann die Mädchen, die in die offenen Wohngruppen kommen, die haben kein Aufnahmegespräch, also es wird jetzt nicht gefragt, möchtest du hier hin? Das ist bei den offenen Wohngruppen was anderes, da gibt es ein Aufnahmegespräch. Aber was abgefragt wird, ob die Mädchen das wollen, dass die da hinkommen. Also wenn die Mädchen per Du sagen, nee, ich möchte hier absolut gar nicht hin und das geht überhaupt nicht und überhaupt will ich überhaupt nicht weg, dann nehmen die wohl nicht auf. Das ist irgendwie eine gewisse Freiwilligkeit dabei. Und die wird dadurch wohl erreicht, dass vorher schon sehr viele Menschen auf die einreden oder dass denen klar ist, das ist jetzt meine letzte Chance, zum Beispiel bei einem richterlichen Erlass, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es sehr viel unbequemer. Wie ist da die therapeutische Betreuung? Wollen wir vielleicht mal eine Sondersendung dazu machen zu dem Thema, ohne jetzt das abwerten zu wollen, aber
der Tag hat noch andere Dinge. Wir können uns ja gleich nochmal darüber unterhalten. Das war einfach irgendwie auch ein sehr intensiver Termin. So. Ja, genau. Ja, ich bin an dem Freitagabend nach Hause gefahren. Am Samstag gab es noch kurz einen Besuch der Aktion Jugendschutz und dann sind die anderen auch zurückgefahren. Ja. Also eine sehr durchwachsene Reise und auch vor allen Dingen dieses Gespräch mit dem Ausschuss und das Abendessen danach. Das ist schon, ist wirklich eine ganz andere Welt da. Und selbst die, ich habe das dem Daniel vorhin schon irgendwie kurz erzählt, selbst die SPD ist da wirklich sehr, sehr konservativ. Also die haben da nochmal ganz andere Ansichten als die SPD hier. Die ja total progressiv ist. Ja, man sagt mal, also es war wirklich so krass, dass man zwischen denen einen deutlichen Unterschied sehen konnte. Puh. Ja, im Bayerischen Landtag hat die CSU als alleinige regierungstragende Fraktion eine knappe Mehrheit und dann sind noch SPD mit einem größeren Anteil der Opposition da drin und dann etwa zu gleichen Teilen Freie Wähler und Grüne. Schon früher? Und das ist. Mit einem größeren Anteil, das ist ein. Würde man hier, würde man hier in der Staatspartei SPD etwas lächelnd sehen. Mit einem größeren Anteil an der Opposition. Dafür würde man als CDU ja fast auch einen Freudentanz am Tisch aufführen, wenn man dieselben Zahlen wie die CSU aufführt. Ja. Also, das, die sind da irgendwie. Die sind da sehr, sehr anders. Also ich hätte mir das nicht so gedacht. Ja. Ja, so viel zu der Delegationsreise. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie relativ viel davon erzählt. Mehr, als ich auch eigentlich wollte. Ich wollte es ein bisschen zusammenfassen. Aber so ist das nun mal. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr mich irgendwie gerne ansprechen. Ich kann auch irgendwie die Sachen verlinken, die es da so gab. Wer irgendwie möchte, kann auch über die ganzen Themen, von denen ich jetzt berichtet habe, das Material irgendwie bei mir einsehen, was ich irgendwie dazu bekommen habe. Also ich habe einen ganzen Packen an Material bei mir im Büro liegen. Ja. Gut. Dann würde ich jetzt mal den Bericht dazu abschließen und fragen, ob ihr noch irgendwas berichten wollt, Olaf? Ja, kurz nächste Woche Montag. Gab ja jetzt den Antrag von uns für Kinderrechte, der ja von den Sachverständigen mehr oder weniger in der Luft zerrissen worden ist, wenn wir es mal so sagen. Und jetzt ist nächste Woche Montag um 10.30 Uhr, kommen 9 von den Sachverständigen, sind nicht alle aus der Anhörung, aber der größte Teil, ich glaube 7, 2 davon nicht, die haben wir so noch aufgetrieben, kommen jetzt hierhin, um mit uns darüber zu sprechen mal, was waren unsere Intentionen von dem Antrag, beziehungsweise was wollen die wirklich? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Sache war, von wegen, dass die mehr wollen. Also so nach dem Motto, das ist uns zu wenig, also man fordert immer mehr und so. Weiß ich aber nicht genau, das würde ich eben gerne, oder deswegen ist das ganze Gespräch jetzt anberaumt worden mit den Sachverständigen, weil ich von den Sachverständigen als solches zum großen Teil sehr überzeugt bin. Um jetzt ein Gespräch zu gucken, um da eine gemeinsame Linie zu haben und uns danach dann auch darüber zu entscheiden, was wir mit unserem Antrag machen, ob wir unseren Antrag zurückziehen, einen ganz neuen Antrag stellen oder wie wir überhaupt mit dem Antrag umgehen. Weil zurzeit hätte ich, klar, ich finde ihn immer noch gut, eigentlich gefällt mir auch noch die Idee, aber was soll es, ich sag mal so, auf der einen Seite bin ich hier Politiker, das heißt, ich arbeite für andere Menschen und wenn ich das mache und die Menschen, für die ich es eigentlich mache, alle sagen, hey, ist aber doof, was du da machst, dann muss ich mir dann natürlich auch nochmal überlegen, ob das, was ich mache, richtig ist. Die Frage ist dabei halt, wenn wir uns nach dem Gespräch mit den Sachverständigen Montag darüber verständigen, wie wir mit unserem bisherigen Antrag vorgehen, dann werden wir nicht umherkommen, dass der Donnerstag auf der TO bleibt am 22. Also nächste Woche Donnerstag. Wenn wir jetzt noch reagieren wollen, kriegen wir es vielleicht sogar hin, dass der gar nicht auf der TO steht. Sollen wir den noch einmal schieben mindestens? Wenn wir das wäre im Ausschuss? Im Ausschuss den noch einmal schieben mindestens. Also frag nochmal, ob er den nochmal einmal unternimmt. Ja, eigentlich habe ich sowieso mit dem Ausschussassistenten verabredet, dass da steht immer drauf. Das ist
nicht im Sinne der Verabredung. Also wäre schön, wenn er noch einmal runternimmt, dann brauchen wir es nicht im Ausschuss zu machen. Und dann gibt es ja eben entweder die Sache von uns, dass wir entweder sagen, ihn nie wieder draufzusetzen, dann kriegst du irgendwann so einen Brief von der, die anderen Brief von der Präsidentin, die haben ihren Antrag zurückgezogen. Habe ich jetzt übrigens auch irgendwie das erste Mal richtig wahrgenommen, so einen Brief, zwei Stück davon. Oder wir lassen den stehen und stellen noch einen Änderungsantrag, aber das ist ja alles das, was wir dann am Montag auch erst. Das wäre zu schnell. Also ich würde mir dann, wenn überhaupt, auch noch die Zeit nehmen wollen, darüber mal vernünftig nachzudenken und dass wir das untereinander abstimmen, wenn wir dazu noch einen Änderungsantrag oder einen Entschließungsantrag, was auch immer, stellen wollen, dann würde ich mir... Ich fürchte halt, wenn der auf der TO bleibt, dann wird ausgewertet und das Ding in der Luft zerrissen bzw. halt weggestimmt. Ja, genau. Weil halt die Anhörung das war ja auch der sehr Grund, deutlich gegen das unseren Mal Antrag war. Haben, ja. Genau. Er steht jetzt schon auf diesem blauen Zettel? Nee, der steht im Entwurf. Dann alles go. Telefonieren. Genau. Versuchen, den runterzunehmen und sagen, sollen Sie nochmal einmal später drauf und sagen Sie, was wir dann gut weiter für uns geklärt haben. Ja. Sprichst du mit dem Symala? Mhm. Ja, wenn er da Schwierigkeiten hat, sag mir sonst bitte Bescheid. Nee, glaube ich und nicht. Und stimme ich das mit den anderen Sprechern ab, dass wir den nochmal schieben. Mhm. Okay. Gut. Sonst noch was? Nee. Im Zweifel entscheidet der Ausschuss die Mehrheit, was gemacht wird. Erstmal der Vorsitzende Theo. Theo, Vorsitzende, und wenn er draufsteht und der Ausschuss sagt, bestimmen ab, stimmen ab, auch gegen deinen Willen. Dann noch blaue Zettel. Der blaue Zettel, ja. Hat schon so manche Kampfabstimmungen gegeben. Aber das kriegen wir sicherlich auch so. Ja. Okay. Gut, dann danke ich euch für eure Anwesenheit und dann sehen wir uns am Montag, den 26. um 18 Uhr im Mumble wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So, dass Rechenzentrum nicht brennt.